So. Okay, jetzt. So, willkommen bei Folge 14. Nein, falsches Fenster. Wir brauchen das da. Jetzt hat man die Gamma-Werte ein bisschen hochgedreht, weil die Sonne kommt jetzt hier ganz schön rum. Die dürfte also gleich hell werden. Man sieht bereits jetzt hier. Aha, es wird heller. Ja. Von daher habe ich schon mal ein bisschen vorgesorgt. Weil allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis die Sonne rumgekommen ist. Und da will man eine halbe Stunde aufnehmen, schätze ich mal. Ah doch, jetzt kann man schon wieder nicht besser, dass die Sachen wieder erkennen hier. Ist zwar jetzt ein bisschen überpowered, aber wie gesagt, es wird ja wahrscheinlich gleich heller. So, sind wir in der richtigen Richtung. Ich sehe gerade gar nichts mehr. Doch, müsste die richtige Richtung sein, oder? Ja, genau. Dann müsste gleich der Wald auftauchen. Jawohl, da kommt er doch schon. Sehr schön das Ganze, sehr, sehr schön. Okay. Dann hacken wir mal Holz. Und zwar die normalen Bäume. Eisen und Holz haben wir dabei. Ja, Eisen haben wir dabei. Gut. Falls uns die Hacke ausgeht, ist nämlich auch schon relativ gedamaged. Um das mal mit modernem Deutsch zu sagen, habe ich hier noch. Ja, habe ich. Denn solche Sachen hasse ich wie die Pest. Nein. Ja. Machen wir nachher. Erstmal hacke ich hier alles ab. Andererseits, ich habe auch früher, habe ich einfach mal diese Baumstämme hier liegen gelassen, also so drinnen gelassen. Kennt man ja vielleicht, wenn man so in den Wald geht, der gerade gerodet wurde, wo dann immer noch so diese ganzen Baumstümpfe im Boden drinne stecken. Und genau so sieht das ja quasi auch so ähnlich aus. Weswegen ich das früher auch immer sehr witzig fand. Deswegen habe ich das auch damals einfach so gelassen. Mache ich vielleicht am besten tatsächlich auch hier. Ja, komm. Machen wir so. Machen wir genau so. Ist von der Holzverschwendung, weil wir so nicht alles abbauen können. Du kommst jetzt bitte so gewiss. Sein soll, du Hornsohn. Danke. Aber gut. Ach, scheiße, die Blätter bauen sich also auch gar nicht ab. Da müssen wir halt nachhelfen. Bringt ja alles nichts. So. Oder wisst ihr was? Wir hauen die Dinger mal raus. Dann können die Blätter hier despawnen und hauen die Blätter später wieder rein. Die Blöcke. Yay. Gut, die Blätter hier werden sowieso nicht despawnen wie die Bäume. Ach, eine Scheiße. Dem netten Herrn Mindtest kann man es aber auch nicht recht machen hier. Ja? LOL! Die haben das System überarbeitet. Jetzt bleiben die Blätter nur dann da, wenn auch Holz in der richtigen Art daneben ist. Ist das geil! Oder war das auch schon früher so und mir ist es einfach noch nie aufgefallen? Ich war mir früher immer sicher, dass egal welche Art von Holz da in der Nähe war, die Blätter nicht despawned sind. Aber jetzt sind die Blätter auch da despawned, obwohl direkt daneben Dschungelholz war. Aber eben, es war halt Dschungelholz. Das ist ja mal geil. LOL. Nette Entwicklung, kann man so lassen. Definitiv. Gut, dann kann ich ja doch mal gleich alles rausnehmen, denn diesmal nehme ich die Blätter doch von alleine. Dann brauchen wir uns darum nicht kümmern und können uns hier komplett aufs Abholzen konzentrieren. Ist das geil.
Ernsthaft? So, haben wir schon 80 Holz? Das geht ja tatsächlich schon. Oh nein, mein Hacke ist leer. Brauche ich mir eine neue? Nee, komm. Die 17 kriegen wir noch so abgeholzt. Ist jetzt nicht so tragisch, da brauche ich jetzt nicht eine. Ach komm, ja, ganz ehrlich. Wir haben fett dicke. Wir haben fett dicke. Da kann man ja auch gerne ein bisschen sich das Leben einfacher machen. So, jetzt sind die beiden alle ganz schön dicht beieinander. Die lasse ich mal. Ich sammle erstmal hier die ganze Boni ein. Vor allem die Äpfel. Äpfel sind gesund und bekömmlich, wobei mir persönlich, also jetzt im Real Life, die Äpfel immer auf ein bisschen auf den Magen gehen. Also jetzt ein einzelner Apfel eher selten, aber gerade wenn ich jetzt hier so zwei Äpfel mal esse oder vielleicht auch sogar mal so wahnwitzig bin und mal drei Äpfel esse, weil ich jetzt mein Frühstück quasi nur aus Äpfeln besteht, dann ja. Ich weiß nicht, ob es an der Schale liegt, aber mein Magen verträgt das nicht so sehr. Genauso wie ich auch einer bin, der, wenn er unterwegs ist, ich trinke nie Apfelsaft. Weil wenn ich Apfelsaft trinke, dann weiß ich ganz genau, das ist gerade eigentlich ein falsches Thema fürs Let's Play, kann das sein? Ich höre schon auf. Ich glaube, das sind Details, die will keiner wissen. So, okay. Ja, jetzt haben wir wieder, hoffen wir, diese Holz wieder eingepflanzt, was natürlich super intelligent ist, weil jetzt haben wir wieder nur noch 80 Holz. Ich werde also definitiv noch ein bisschen Holz abhacken dürfen. Okay. Hätten wir das auch geklärt, und das alles nur, damit es schön aussieht. Ich bin beschadet. Ah ja. Ein Waldforster zu sein, ist halt nicht gerade ein einfacher Beruf. Allerdings ein schöner Beruf, ne? Also, früher, als ich noch zur Ahornschule gegangen bin, das war so eine Sonderschule für ja, Kinder mit Sprachproblemen, weil ich immer gestottert habe. Und ja, da die Schule ist praktisch in der Nähe von so einem ganz großen, also naja, für Stadtverhältnisse großen Wald. Ja, und da war natürlich auch ein Förstner und den haben wir natürlich immer gesehen, wenn wir zur Schule gegangen sind, weil der Schulbus damals ist nämlich genau dran vorbeigefahren. Und da hatte natürlich jeder dann immer so die Hoffnung, selber irgendwann mal Förstner zu werden, weil immer, naja, die haben halt da die ganze Zeit immer welche Sträucher hier zugeschnitten und das war praktisch so ein Wald, wo auch so ein Friedhof mit integriert war. Die haben sich dann auch um die Gräber gekümmert und praktisch die Wege von den Gräbern immer sauber gehalten. Also hier, ja, halt sauber gehalten, jetzt sowohl von Laub als auch von menschlichen Hinterlassenschaften, wie zum Beispiel irgendwelche Trinkverpackungen oder ähnliches. Ja, und das war natürlich für uns immer sehr ansehnlich, sah immer sehr schön aus. So, 23 Holz über, das sollte hierfür reichen. Ich hab den Hasen gerettet. Ey, wäre sonst der die wieder rausgekommen. Ohne mich wäre er verhungert. Das hätte ich nicht ausgehalten. Hase. Was ist jetzt hier los? Er glaubt mir, tritt ein Pferd in die Fräse. So, wo war das Schwein? Da hinten ist ein Schwein. Ah, du hast nicht so viel Schwein gehabt, hä? Danke. Und schon guckt die Sonne. Und blendet mir ins Gesicht.
Alter, ich hasse Sonnen. Wer hat diese kacke Sonne erfunden? So einen Scheiß braucht die Menschheit nicht, ja? Wir haben was Besseres, nennt sich Halogenlampen. So, dann sollte ich jetzt eigentlich genug Holz haben. Wir brauchten 512. Das heißt, ich klatsche jetzt hier alles rein. Das sollte dann locker reichen. Warum mache ich jetzt eigentlich gerade hier? Kann man es mir irgendjemand sagen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, siehst du, wir haben sogar noch 18 Holz über. Ist doch gar nicht mal so schlimm hier. Du, mein Lieber, bist Geschichte. So. Eieiei, boah, ist das Sonne. Naja, zwei Folgen habe ich erstmal aufgenommen. Ich glaube, die anderen beiden Folgen, mein Test, nehme ich dann erstmal heute Abend oder heute Nachmittag oder morgen auf. Das wird mir gerade ein bisschen zu hell. Ich meine, auf dem Bildschirm sehe ich jetzt relativ viel, da ich den Gamma-Wert hochgedreht habe, ja. Aber trotzdem, die Sonne hier so von der Seite. Das geht mir schon hart auf die Leberpastete. Sorry, warum man das Gebäude gebaut hat. Man kann es übertreiben. Was ist hier los? Yay. Okay, apropos übertreiben, ne? Na, wobei, sieht gar nicht mal so scheiße aus. Lass ich einfach mal. So, Kisten. Wir wollten Kisten bauen. Und zwar nicht gerade wenig. Zuallererst. Wir brauchen... Mache ich das aus Cobblestone oder nehme ich dafür richtigen Stein für die Zwischenwand hier? Ich mach's mal aus Cobblestone. Wir haben übrigens ein Problem, was mir gerade auffällt. Die Tür hier. Fuck. Okay, die ganze Berechnung war umsonst. Alles verkackt und ich habe das gesamte Holz umsonst abgehackt. Ich geh sterben. Fuck. Verfick dich. Okay, ist gut jetzt. 1, 2 Lücke, das würde funktionieren. Nur dann sind wir hier halt direkt an der Kante und können hier nicht mehr rauf. Das ist auch scheiße. Na gut, an der Wand platziere ich erstmal die ganzen Kisten. Ich baue erstmal ganz viele Kisten. Ich baue sicher, das habe ich erstmal nur 32. 8, 4, 32, doch, genau. Baue erstmal nur 32. So. Das sollte erstmal so für den Grundriss ausreichen. So, die Frage ist, wie wir es jetzt hier in der Mitte machen. Also ich würde hier hinten gerne noch Platz lassen, damit man dann hier mittig raus kann. Die Frage ist, wir haben dann also 6 Reihen. Ich glaube, ich setze die einfach quasi nur eins nach hinten. Du kommst mal weg. Wo bist du jetzt? Achso, ich habe dich aufgesammelt, ich schau wieder. Das würde dann ungefähr... Machen wir das mit Cobblestone? Ich bin gerade irgendwie echt gewillt, das mit Cobblestone zu machen. Ich weiß nicht warum. Komm, machen wir einfach mal mit Cobblestone.
Ach, komm jetzt hier. So, haben wir hier zwei Lücke. Bam. So, und hier kommen wir jetzt die anderen Kisten ran. Dann brauchen wir 6, 32, 18, 4, 20. Da füllt es noch ein bisschen Holz vor der Hütte. Fuck you. Achso. Bam. Bam. Dam. 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 Nein. Dam. 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 Haut ja perfekt hin. Da bitte. Danke. Da da da. Da da da. So. Aha. 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 Ja. Komm jetzt. Ja. 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 Perfekt. So, dann haben wir jetzt praktisch hier einen Durchgang, kommen aber auch auf, aber auch von der anderen Seite relativ gut ran und können von beiden Seiten aus hier auf den Balkon gehen. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Das sieht doch geil aus. Vor allem durch diese Versetztheit wirkt das Ganze noch mal ein bisschen dynamischer. Doch, das sieht echt gut aus. Hab ich gut gemacht. Hab ich gut gemacht oder hab ich gut gemacht, ne? Hab ich doch sehr gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch die ganze Kacke beschildern. Und die Scheiße muss kommt erstmal komplett raus. Habe ich eine Schippe dabei? Ja. Nein. So, Clean Stone, da ist er. So, da kommt erstmal Cobblestone hin, da interessiert es keinen. Oh, und den Rest kleiden wir hier mit Clean Stone aus. Oh, jetzt läuft der Film aus. Tada! So, ist jetzt hier noch eine Lücke in der Wand? Ich habe überall Chests gebaut. Ich glaube das nicht. Boah! Kann man Chests auch nochmal upgraden? Ja, kann man upgraden. Oh, ich dachte schon, ich habe das verkackt. Ach Gott, wir haben doch gar nicht genug Eisen. Ha! Wir brauchen fast 500 Eisen. Quatsch, was rede ich denn da? Wir haben 64 Kisten, also brauchen wir 64 minus 8. Wir brauchen 56 Eisen. Das ist aber Bullshit. Dann müssen wir erstmal in die Mine gehen. Gut, ich lasse die Kisten erstmal. Die müssen wir dann später nochmal upgraden. Hoffentlich denke ich dran, bevor ich die benutze. Sonst kommt irgendein Griefer und grieft uns hier alles ab. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, scheiße. So, hier packe ich noch ein bisschen... Ja, ne, so oder so ähnlich. Vielleicht kann man hier noch auch später noch was anderes hinbauen. So in die Ecke, damit die Ecke noch ein bisschen Deutung bekommt. Aber ich komme hier nicht immer so rauf und kann immer schon hochlaufen. Das war mir schon, oh, jetzt kommt die Sonne richtig raus. Ja, noch 10 Minuten muss ich durchhalten, dann beende ich die Folge sowieso und dann... So, okay, jetzt haben wir also schon mal oben unser Dachboden ausgebaut. Wir haben da vorne den Tresen, wollte ich gerade sagen, ist aber ein Balkon. Ja, das sieht doch schon mal relativ ansehnlich aus hier. Von außen sieht es aus wie ein relativ normaler Berg. Mit einer Zipfelmütze. Da ist Kohle. Ja. Das
Gebäude hier, das geht mir sowas von hart auf den Sack. Also sorry, ne, egal wer es da gerade hingebaut hat, ich reiß die Hütte jetzt einfach mal konsequent ab. Ist ja auch nicht protected, von daher fühle ich mich dann nicht irgendwie in irgendeiner Art schlecht. Ich bin einfach mal ein Griefer. Aber das Gebäude hier sieht einfach scheiße aus. Also bitte, ja, wenn hier einer hinkommt, vor allen Dingen, wenn er hier hinkommt, weil er gesehen hat, dass ich hier im Let's Play bin, am Anfang hatte ich ja noch die Koordinaten an, dann bitte, wenn ihr schon hierher kommt, weil ihr ein Gebäude innerhalb von dem Gebäude hier haben wollt, dann baut wenigstens auch ein schönes Gebäude. Also, es muss jetzt nicht ultra schön sein, aber zumindest nicht so ein Block hier. Das sieht ja hier aus wie eine Containersiedlung. Oder wie so ein Dungeon. Kann mir mal nachher mal den Serverlog angucken. Mal gucken, vielleicht sehe ich da ja, wer die Gebäude hier gebaut hat. Ich falle! Die Ruinen einer längst vergessenen Stadt. So, Feierabend. Kein Bock mehr. Hier sieht doch schon gleich viel besser aus. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Landschaft. So, haben wir noch ein Schild? Ich frage mich, als wenn wir noch Schilder gehabt hätten. Nö. Schade. Ich wollte dann nämlich so ein bisschen provokantes Schild hinstellen mit "Ich war das nicht". Aber natürlich ohne meinen Namen, sondern einfach nur wirklich der Schriftzug "Ich war das nicht". So extravagant, aber gut, dazu bräuchte ich noch Schilder. Und extra dafür ein Schild bauen. Nee, kein Bock. So, da. Gut, dann haben wir hier eigentlich soweit alles erstmal schon vorbereitet. Haben wir eigentlich irgendwo eine Höhle oder sowas? Wiss ich gerade gar nicht mehr. Hatten wir irgendwie was? Da unten hat man eine Höhle, oder? Also, da. Doch, doch, da war eine Höhle. Da war sowas von eine Höhle. Ach, siehst du, dann war das Gebäude vielleicht von denen, die uns ja letztens, mit denen wir letztens zusammen waren. Oh oh. Ich hoffe, er wird das Video nie sehen. Und für den Fall, dass du das Video so doch siehst, wie gesagt, kannst gerne ein Haus wieder hinbauen, aber bitte versuch wenigstens ein Haus zu bauen und keinen Container. Die Sonne, ey, gibt gerade sowas von hart auf den Sack. Also wenn ihr hier in meinem Campface diesen hellen Punkt seht, ja, das ist mein Gesicht. Wobei die linke Hälfte von meinem Gesicht könnte man vielleicht sogar noch sehen, aber wenn ich so gucke, da sieht man wahrscheinlich gar nichts mehr. Hallo, ich bin der neue Let's Player. Ich sehe alles, was ich gucke. Wo bin ich jetzt? Hallo. Siehst du, das wär's eigentlich mal. Mein Test für Blinde. Müsste man mal erfinden. Einfach so mein Test mit Spracheingabe und diese, kennt ihr jemand von Knoppix diesen Adriane Desktop? Der, da ist praktisch, wenn man Programme hat und so Menüs oder irgendwelche Schrift, da wird er das von so einem Programm vorgelesen. Und dann müssen wir auch sehen. Vorsicht, sehen Sie einen Cleanstone. Links daneben sehen Sie einen Cleanstone. Links von dem Cleanstone, der links in dem Cleanstone ist, sehen Sie einen Cleanstone. Und links in dem Cleanstone, wo der Cleanstone, links in dem Cleanstone sehen Sie einen Cleanstone.
Digga, ist ein Zungenbrecher. ja. Okay, lassen wir das. Ich meine, war zwar nicht böse gemeint jetzt, aber nicht, dass jetzt hier manche denken, dass ich was gegen behinderte Leute habe. Das muss ja auch nicht sein. Deswegen bitte nochmal als allgemeine Information, ja, ich habe nichts gegen irgendwelche Ausländer, Behinderte oder ähnliches. Im Gegenteil. Erstens finde ich persönlich behinderte Leute extrem sympathisch, weil das Problem, was ich an der normalen Bevölkerung habe, ist, die wollen immer alle so auf cool tun und sich behaupten, wie ist der Geier, was für ein Dreck. Und ich kenne mittlerweile ein paar behinderte Leute und mit denen sich zu unterhalten ist so entspannt, weil man mit denen einfach mal reden kann wie mit einem ganz normalen Menschen, der nicht bei jedem Kommentar irgendwas von sich behaupten muss, wie als wenn er der Coolste wäre. Ich meine, aus meiner alten Schule bin ich zum Glück mittlerweile raus, weil ich bin halt mittlerweile nicht mehr in der Schule mit 24. Gut, okay, außer jetzt meine vollschulische Ausbildung. Aber auch da sind die Leute wesentlich normaler. Also die sind da ja mittlerweile ja auch alle fast in meiner Altersklasse, also so nahe 20 oder über 20. Na, wobei doch eher nahe 20. Wobei da ist auch noch ein 16-Jähriger mit bei. Hallo Benny. Ja. Aber wie gesagt, auch mit denen unterhalten ist schon wesentlich besser. Hier hatten wir alle schon abgefangen, ne? Auch mit denen unterhalten ist wesentlich besser als mit den ganzen Stippis so aus der Oberschule oder der Grundschule. Wobei das Schlimmste war, wie gesagt, wirklich die Oberschule. Wie sich da jeder behaupten musste und ach, er ist doch der Coolste. Deswegen, also, da sind die Leute, die gehandicapt sind und sich dementsprechend, ja, wissen, dass sie sich eh nicht behaupten können und dementsprechend auch gar nicht versuchen und damit ein ganz normales Leben führen, sag ich jetzt mal. Soweit es denn mit der Behinderung möglich ist. Viel entspannter. Ach du Scheiße, ich hab verloren. Viel entspannter. Und auch gegen Ausländer habe ich nichts. Weil ich war ja mittlerweile auf zwei Oberschulen. Einmal in Schöneweide. In Oberschöneweide. Name vergessen, keine Ahnung. Und dann war ich in Kreuzberg auf einer Oberschule. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in Kreuzberg, da war ich, als ich da hingekommen bin, war ich der einzige von zwei oder drei Deutschen auf der gesamten Schule. Alles andere waren halt die da halt in Kreuzberg rumkeuchen und fleuchen. Aber das war viel entspannter als die Schule in Schöneweide. Und bei der Schöneweider Schule, da waren quasi gar keine Ausländer drauf. Ach, diese Dinge muss ich wegmachen. Komm. Da will keiner rankommen. Ja, wie gesagt, in Schöneweide, da war halt, wer da nicht cool war, der war halt schwul. So. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Kohle abgebaut. Das geht schon wieder. Wir haben jetzt mittlerweile wieder 18 Kohle. Dann esse ich jetzt nochmal ein paar Äpfel. Ja, deswegen, also wie gesagt, nochmal kurz als Zusammenfassung. Ich habe weder was gegen Ausländer allgemein, noch was gegen ja, gehandicapte Leute, gegen behinderte Leute. Die einzigen Leute, die ich persönlich wirklich hasse, und zwar wie die Pest, sind die ganzen Leute, die eigentlich die normalen Leute sind, sag ich jetzt mal, wo war denn jetzt hier der Ausgang? Ach da. Aber halt so tun wir, als wenn die was Besseres wären. Halt diese ganzen coolen Leute. Und die gibt es sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Also da nehmen sich alle Länder nichts. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Wir haben uns verlaufen. Ich sollte weniger reden, wenn ich hier laufe. Kann das sein? Oder sind wir gerade in die falsche Richtung abgebogen? Ja doch, wir waren die falsche Richtung. Wir hätten eigentlich auf der anderen Seite vorausgemusst. Die Frage ist nur, wo? Ist das eine Treppe? Ist sowas? Ja, da ist eine Treppe. Okay, wir werden hier nie wieder rauskommen. Ach doch, da. So, okay. Genug gequatscht. In dem Sinne haben wir jetzt wieder ein bisschen Kohle. Steine haben wir auch wieder ein paar. Oder immer noch ein paar. Wobei, da haben wir in der äußeren Kiste haben wir auch noch 4 Stacks.
Die nehme ich doch, glaube ich, wieder raus und aber immer mal ein paar Steine vorrätig. Ein Stack kann ich da mal drinnen lassen für irgendjemand, der da mal vorbeikommen sollte und die Kiste da mal durch Zufall sieht. So, 1, 2, 3. Du kommst da rein. Ihr kommt alle hier rein. So, Wolle. Ah komm, kann da drinnen bleiben. Stört kein. Saplings. Schmeiß ich auch mal hier mit rein. Gut, das brauche ich eigentlich gar nicht. Die Blätter kommen direkt wieder raus. Das hier auch. Äpfel und Brot. Kommt mal alles hier mit rein. Wobei, ganz ehrlich, die Äpfel nehme ich mal immer mit. Aber das kommt da mit rein. Glas und Gebrauchsgüter. Ach, wow, wir hatten da noch fast einen gesamten Stack Kohle. Ah, ich Vollidiot. Wow, wir haben genau 100 Kohle. Ach. So, ein Schwein! Danke. Naja, Schwein muss man haben im Leben. So, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Let's Play. Ich logge mich mal wieder aus. Ja, und dann würde ich mal sagen, Kamera wird wieder runterdrehen, brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann, ja, ciao mit V.